Mein Wasserglas schwamm eben ein kleiner Embryo. Ich sprach ihn aus, schluckte nicht und fischte ihn aus. Zerpuppen 1,6. Leiber sind zu Plastik da. Ich stelle sie. Nein. Ich stelle statt der Adamsrippe ein Schlüsselbein auf. Es wird auf sie zugehen, dass sie, wie sie wagen mögen, ihr Schloss daran ausprobieren. Muss immer erst ein Gewitter losbrechen, damit die Geister den Wangen glühen, durch Ritzen zu Augen sich blitzen. Ich griff mir vorher auf der Toilette in die Seite und holte eine Astgabel hervor. Mit der schnitt ich das Lob der Götter mitten in zwei und verschenkte jede Hälfte an ein anderes Mädchen. Es war eben die Damen-Toilette, wie einige schon festgestellt haben. Von denen mir eines der beiden sagte, ich hätte einmal ein Eingemachtes von ihrem Geschlechte gestohlen. Sie hieß nicht einmal Lilith. Immer diese Kopfgeburten. Der Geist arbeitet fieberhaft und schon glaube ich zu begreifen. Meine Seele ist ein verwundertes, rot gekochtes Hungertier. Dem hat sein blaues Blut nicht helfen mögen. Es zischte mit dem Wasser, machte sich gemein. Wo wäre ich die? Ich wüsste wohl zu werden, falterschön flatternd, aus den Bäumen gewachsenes Organ. Nur bin ich eine Puppe. Seht mir in die Augen. In Stille was sagen, so stark zu sitzen, ist eine Leistung, ist Überzeugung, ist Überzeugung, ist Überzeugung, ist. Nein, hier wird nicht auf den Kopf gehauen, wie oft sonst. Sitzen schreit, reden schweigt, eine starr und sinnt. Wie blind ist ein Auge und noch ein Auge.
Leute sieht. Startzeit. Status seit 12 Tagen. Ist verwirrt. Abenteuerlustig, abgelehnt, albern, am Flattern, amüsiert, angeekelt, angefressen, angeschlagen, angestrengt, angewidert, ängstlich, apathisch, atemlos, attraktiv, auferstanden, aufgebracht, aufgedreht, aufgeregt, aufmüpfig, ausgeblutet, ausgelaugt, ausgenutzt, bedrückt, beeindruckt, befriedigt, begraben, belästigt, belustigt, beschäftigt, beschämt, bescheuert, beschmutzt, besorgt, bestätigt, betäubt, betrunken, beweihräuchert, bewundert, bissig, böse, dankbar, demotiviert, deprimiert, desillusioniert, doof, düster, dunkel, durstig, eifersüchtig, eingeschlummert, eingeschnitten, einsam, energisch, entrüstet, enttäuscht, erfreut, erfrischt, erleichtert, erfeuchtet, erregt, erschlafft, erschöpft, erschüttert, erwartungsvoll, exzentrisch, fabelhaft, fantasievoll, fasziniert, faul, fehlt, fleißig, flirtend, frech, fremdartig, frei, friedlich, frierend, frisch, geboren, fröhlich, frustriert, fürsorglich, gebildet, gedankenvoll, gehetzt, geil, geistreich, gelangweilt, geliebt, genervt, gereizt, gerührt, gesegnet, gestorben, gestresst, gesucht, gewaltig, gewaschen, gierig, gleichgültig, glücklich, glückselig, kriescremig, kruftig, kribbelig, gut, heimweh, heiß, heiter, hibbelig, heldenhaft, hübsch, hungrig, inspiriert, irritiert, jubelt, kalt, dann kann über Wasser gehen, kämpferisch, könnte Grabsteine ausreißen, konzentriert, krank, kreativ, kugelrund, launisch, lebendig, lieblos, leer, leicht, ableckbar, leicht daneben, leicht, wie eine Wolke, die Tagesglocke, lustlos, melancholisch, missmutig, mitfühlend, müde, munter, mürrisch, nachdenklich, neidisch, nervös, neugierig, niedergeschlagen, nostalgisch, okay, optimistisch, polanisch, Patchouli duftend, paranoid, pessimistisch, produktiv, quietsch, fidel, raffiniert, rebellisch, redselig, regeneriert, reinreise, lustig, ritterlich, romantisch, ruhelos, ruhend, ruhig, sauer, schadenfroh, schläfrig, schmerzend, schmutzig, schockiert, schuldig, schwarz, sehnsüchtig, selbstbewusst, seltsam, sexy, spaßig, stark, still, stinksauer, strahlend, streitlustig, stürmisch, teilnahmslos, teuflisch, toben, traurig, triumphierend, überarbeitet, überfordert, überlegen, überrascht, überspannt, unbehaglich, unbeschreiblich, undurchlässig, unerbittlich, ungeduldig, unbestimmt, ungezogen, unglücklich, unterfordert, unterwürfig, untot, unzufrieden, unabsreif, reif, mit reif, unabsreif, verängstigt, verärgert, verarscht, verfolgt, vergessen, verkadert, verlegen, verliebt, vernachlässigt, verraten, verrückt, verschnupft, verschnüchtert, verschwitzt, verspielt, verwirrt, verzaubert, verzweifelt, voll, wählerisch, warm wie eine Prinzessin, will schlafen, wissbegierig, wütend, zänkisch, zickig, zielstrebig, zornig, zufrieden, zugeknallt, zynisch oder speichern. Derzeit online 2. Ja, ich weiß es ja. Ihr seid ja alle Aliens! Geht's scheiße? Was macht ihr da? Raus hier! Verputzt euch! Weg, weg mit euch! Das ist mein Event! Meins! Meins und nur meins! Das teile ich mit keinem! Ich nehme gleich ein Buffer. Der wird schon sehen. Nur, dass ihr es wisst. Wenn die Abendlöschung brechen wie am Bein. Au. Ja. Das Haus ist eine Puppe. Das hohle Haus ist eine Puppe. Du kommst heim, bereit, dich sofort vom Dach zu schmeißen. Eine halbe Stunde später bist du viel zu ruhig. Was geht's da hin und her? Die Neubauten stürzen. Haben Häuser Seelen, wenn sie brennen? Vielmal ächzt in ihnen was, ehe sie kollabieren? Wenn der Vater mit dem Sohn, mit dem Ding, die Tochter, dem Stückchen Fleisch und die Mutter zuschaut, wenn irgendwer etwas tut und das Blut stürzt in das Gemäuer. Die Perücke reißt statt eines Kopfes, der aber still bleibt und wartet und sich selbst auf den Spiegel beleuchtet. Ach, sei still. Gibt keine Kraft. Mein Sanftmut.
kommt einer schmelzenden Seele. Meine Teint eignet das schimmernde Erz. Puppen aus Blutspindeln gedreht, Marionetten verspiegelter Geist. Weißt du's? Nicht Spiel, nicht Ernst, nicht Fisch, nicht Fleisch. Auseinandergenommene Gerüche reißen ihren Teilen Bestand, Moleküle von Substanzen, Ölen, Gewürzen fahren durch die Nase in die Chlormuschel des Leibs, zerren ihn zu äußerst und haben die Ängste zu leugnen. Es wird ja wieder landen in der Toilette, die im Mund beginnt, und innen ist die Welt und außen nur der Leib. Die Haut, die Flächen, auseinandergenommene Gerüche. Da duftet schirmend das Laub des Baums, von dem man fällt. Ich will neugeboren sein in einer jungen Frau, mit dem Kopf in ihre, genau, und leben in ihr Welt und jenseits meine Träume. Vor einer Stunde sah ich nach. Ich musste, ob mein Penis noch da war, da tropfte Blut von ihm. Und sein Geruch war der von Eisen. Was bitte passiert in meiner Anwesenheit ohne mich in meiner Hose? Männer brauchen Puppen. Vater, Mutter, Kind in der Puppenküche. Puppensex. Was kann Gott für dich tun, mein Kind? Was schreist du? Da ich stopfe deiner Puppe den Hals? Also schau doch zu. Kann mich einmal einer so ganz auseinandernehmen und nachher vergessen, wo mein Bauplan gelegen war? Es kann auch eine sein. Ich weiß nicht, ich kann mir ja nicht mal den Hals brechen, nicht mal zur Belohnung. Nur die Augen schließen und die Wasser gießen, durch ihre schmalen Ritzen in die Waage, Urlippen sein, Geld als Macht der Vergessenheit. Man möchte trocken sein, nicht schreien und sauber. Sprich den wahren Satz, kein Liebesgruß, erwachsen, leitungslos, mein Kindchenschema zum Erblassen. Warum so hart dagegen spielen? Kann man nicht unter der Decke auch ersticken? Mich kann man ersticken. Man kann mir die Glieder amputieren. Ich mache Pipi und gehöre dir und hab dich lieb und weiß nicht, was das ist. Man lernt ganz viel aus mich. Weiß man nicht, was es ist. Einmal geht noch. Kann mich mal wer so hindrückst, massakrieren, dass ich nicht mehr aufstehen kann und erst nach meinen Gliedern und einigen eingebildeten Eingeweiden muss suchen. Da komme ich zwar zur Arbeit zu spät, man sollte sich verpuppen können, eine Imago sein. Äußerlich beherrsche ich das ja, aber der innere Wandel bleibt aus. Man erfindet sich nichts neu. Die Metamorphose ist ein Gedanke ohne Kraft, ein Lächeln, keine Tat. Sie wollte auch keine Tat sein.
nur ein Prozess, der von selbst sich vollzieht, weil man Ja sagt und niemand Nein. Muss Kraft Geburt sein statt stetes Wandeln? Ist der Gott Symbol? Nächstes Bild. Auf einem Bett eine Frau, bekleidet, will mit allen Mitteln aufstehen, wird von hinten umschlungen und mit Kraft zurückgehalten von einem jungen, dünnen Mann. Ich wüsste nicht, wer der beiden ich ist. Nachts, wenn Vater zu mir kam, hielt ich ein Messer bereit unter der Decke. Wenn Flackerlicht fällt, die alten Epileptiker ihren Körper unter Peitschen sehen, wenn die kleinen wilden Tiere sich vereinend die Wand hinabschnellen, die Bläu aus den Herzen steigt. Hier kann es nicht Versöhnung geben. Das furchtsame Kind gehorsam zur Decke reflektiert. Albtraum, schreiende Puppen. Jemand reißt sie vom Zaun. Aber sie reißen von selbst die Arme hoch und halten sie sich vors Gesicht. Den riesenhaften Kinderaugen halten sich von selbst vom Leibe weg. Albtraum. Ich schwenke von der Tür meines Zimmers ins Wohnzimmer. Auf dem Sofa sitzt wer's Gespenst und lacht mich aus in aller Stille. Erschrocken fliehe ich. In einem anderen Zimmer sitzen finde ich neben mir etwas wie eine Puppe, die sich plötzlich zu bewegen scheint. Was könnte ich sie lachen hören? Ich flüchte aus der Wohnung. Gibt's mir abrufen? Wer bin ich denn? Was mache ich hier? Was schaue ich hier? Runter von der Bühne. Runter von der Bühne mit mir. Ich sage eh schon alles doppelt. Suda einfach. Die Sau, ich sollte mich verputzen, runter von dem Rampenlicht. Runter vom Sein. Ich schauspiele. Rennen selbst hinterher. Wer bin ich denn? Was war ich denn? Was muss ich darstellen, um mich selbst zu werden?
freien Anleitung und Verwendung bestimmt. Wer immer vertraut, greift zu. Nachts schlägt der Dämon jeden von uns, einen unserer Köpfe ab. In den Spiegeln, derer wir so viele haben, wartet doch ein neues Antlitz, das uns schrecken wird. Mein stiller Kopf ist eine Birne wert, einen apfelgurtig schlimmer Tropf. Solange ich plappere, habe ich mich nicht von meiner Zunge getrennt. Meine Wut gehört einer sterbenden Stimme. Ein Flüstern veräppt mein rasendes Wort. Kann mich doch einmal ein Wesen wesentlich aufreißen, fliegen lassen in Händen, die mich nicht lassen Feuer fangen in der Sonne, die übrigens eine ganz, ganz grausige Puffmutter ist, voll zynischer Absicht, mich fliegen lassen, bis ich lustig auf die Nase fallen. Plappalappa. Der Mülleimer strotzt gewaltig. Mein Darben gleicht Viehmist, ganz zu Kompost entwickelt sich mein lebendiges Verfahren spricht ohnehin für einen gewissen Hang zu Reife. Man kann doch seiner Zeit voraus sein. Andere trinken lieber Alkohol, welcher doch nichts ist als ein Gärprozessprodukt und Vorlauf zu endlichen Auflösung. Doch endlich ist nichts, nicht wahr? Das sagt auch meine Hausmeisterin, die diese Zuschreibung aus einem ganz wörtlich zu nehmenden, jedoch windschiefen Blickwinkel bezieht, indem sie nicht das Haus meistert, aber sich als Meisterin aller Hausbewohnenden betrachtet, die sie ungeachtet nach freier Wahl ihrer geschlechtlichen oder nationalen Zugehörigkeit auf dem Dachboden im Stiegenhaus fängt und über den offenen Feuer brät. Kann mich mal wer zacken und verbrennen. Und im Ofen stimme ich stimmloser den Gesang der Jünglinge im Feuer an. Ich kann das auch ohne Muten. Barbie war in ihren ganzen bisherigen 50 Jahren, wir wünschen natürlich 50 weitere, nur 3 Jahre von Ken getrennt. Kann man das glauben? Ja, trotzdem wird es keine goldene Hochzeit geben, als sie ja getrennt waren. Jedenfalls hat sie noch viel vor.
Tja. Wenn man schon keiner Frau einen Kopf aufsetzen kann, wie soll sie dann ihrem Mann Hörner aufsetzen? Ist Sehnsucht ein Menschenrecht oder eine kapitale Strafe? Ich muss Ihnen jetzt ein Geständnis machen. Mein Name ist nicht der, für den Sie ihn halten. Mein Name ist Richard Lugner. Ich lüge nicht. Ich bin zu frei. Ich will meine Fettnäpfchen unter den Augen weghaben. Können Sie bitte operieren? Doktor, übernehmen Sie! Dieser mein Auftrag, und sie wird mich in 5 Sekunden zerstören. Behalten Sie sich, wenn Sie schnell sind, die Tränensäcke als Souvenir. Puppenbeine. Geben eine Schere, so sie vom Leibe abstrahiert. Über den fährt dann die Eisenbahn. Über Blattheit kann nichts gesagt werden. Sie ist nur ein Schönheitsideal und ganze Leben finden darin statt. Nimm den Kopf vom Rumpf, schmink ihn, stell ihn in den Kasten, zum Schlafen reicht die Maske. Morgen suchst du einen anderen für das Leben in den Tag. Ich möchte ja eigentlich nichts als umher sitzen und Löcher in mich sengen. Der einwärtige Blick ist scharf und hitzig, wo er ohne Widerstände schlaff und nichts als erwähnen will. Das nenne ich genügsame Zerstörung des vorgegebenen Substrats, so überflüssig es ist. Mein Herz ist leer. La, 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 sag ich in einen Tag ganz hinein, sag ich. Streich aus der Welt in sie. Mein Herz ist leer, mein Herz ist leer, ist leer, ist leer. Nächsten Morgen hinein, hinein, hinein. Träume ich und so verpellt und so versäumt. Träume ich und so verräumt und so verträumt. Mein Magen ist leer. Mein Herz, mein Herz, mein Herz ist. Wiederhole ich den nächsten Tag, nur das eine ist das eine. Mein Magen ist leer, ist mein Herz. Mein Tag ist voll, kein Schmerz, mein Scherz. Mein Magen ist leer, ist schwer, so leer, bin ich nicht zufrieden, so leicht die Wunde wie Blüte fällt, in mageren Zeiten wie diesen, mein Herz wird leicht, bleibt leer. Wunderbares Lied. La, 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 la. Was sag ich mir? Mein Magen zieht sich bitte sehr, was sag ich bloß? Was plappert der Mund, dass ich ihn befehlen könnte? Was schneidet mich auf, schneidet mir den Darm auf? Da liegen die alten Reste, die ich nie mehr los war. Wunderschöner Geist, füttert mich den Fischen, ich schneide mir auch selbst das Herz frei, das Gehirnrinnsal ist auch freigestellt, mein Herz ist leer! La, 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 la. Warum nicht ins Waschbecken urinieren, das jeden Tag? Dabei lassen sich leichter die Arme hinter den Kopf verschränken. Ich werde am besten nicht weiter stören. Alles ist Gefühl, auch die Mathematik, so das Leben angesenkt, wenn der Tod sich nicht besagt. Alles ist Gefühl, so ist ich ein eingeprägtes Totengerät. Man sagt mir, ich bin nicht lebenstüchtig. Übliche Geschichte in der Kindheit. Kinderheit, kleine Kinderheut,
Trommelfell ist Kinderhand. Hier habe ich meine Liebe nicht verbrochen, sondern verbleicht. Unkraut vergeht, trinkt mich, schlürft mich, Augenweh. La, 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 la. Zartblass, verborgen, Rinderfell, Gerbfell, Peitschgut, Zerfell. Ich euch aus. Nein, ich bin nicht gelebt. Ich grab euch still, bisweilen gelebt. Ich halt euch die Augen, das still zitternde Gewächs. Ich äug euch zusammen. Man sagt, ich bin nicht gegenwärtig. Derzeitige Missgunst des Zeitgeist. Ich drossle mich, erdrossle halben Hals. Unzeitlich. Oder loser. Ich atme. Ehr mich nicht. Ich nehme meinen Hals vor. Wie schön, schlimm das existiert. Ich bin fähig des Lebens, das A existiert, was nicht sein muss. Wir sind einander nicht gemäß. Ich bin die Nicht-Polizei. La, 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 la. Menschen, Puppen, beide Schuppen, Geist zerschundene Haut. Und Wien ist eine Puppe, geboren in Europa, made in China. Wer glücklich ist, kann Gutes tun. Tut wer unglücklich ist, Ungutes oder nur nichts. Nichts Gutes oder nur nichts. Meine Damen und Herren, Sie wissen jetzt ganz genau, was auf Sie zukommt. Davon bin ich überzeugt. Ich muss auch nicht viel dazu sagen. Die Frage ist, und damit wir das Ganze natürlich etwas spezifischer angehen, habe ich auch die Fragebögen vorbereitet. Ich darf Wer hat denn irgendjemand etwas zum Schreiben da? Nämlich völlig unprätentiös, wenn ich die gesamte Bühne, die beherrschte, den Fragebogen austeile. Bitte dann eine nehmen und zwei zu reichen. Wer es gewährt, wird die Ergebnisse, ja, ich bin gleich da, wird die Ergebnisse dann nächste Woche ausgewertet auf meinem Blog in MySpace finden. Dankeschön. Leider haben wir nur einen Schreiberlink, vielleicht haben wir mehrere. Sonst müssen wir halt, das ist leicht auszufinden, es geht ganz nebenbei, es stört den Auftritt überhaupt nicht, also fühlen Sie sich frei. Dankeschön. Das Gehen im Kreis ist eine rege Beschäftigung. Eine liebende Tätigkeit zu sich, nicht zu dem Bogen des Kreises. Kein Moos im Kopf, keins auf den Füßen. Ich weiß, was mein Gespräch ist. Es ist nur minder, es ist nur, ich muss nur darauf warten. Ich warte auf den Salon, an dem ich vorbeigehen kann, ehe jemand daraus quillt und mich anzieht, nicht anschaut. Denn in meinem Grausen ist sein Spiegelglanz, ein ausgestopftes Nashorn, im Herzen pfeift. Ich greife mir selbst an die Gurgel. Eine Puppe kann das nie.
Pizzicato pfeift statt zupft durch meine Seiten, die meine Seele vor sich hin lügt. Luftkino im Munde zu führen ist ziemlich unpraktisch. Elend hat eine Frau in den Händen, ein Mann in der Körper-BH. Fältchen hat die Puppe nicht. Reißt Gras aus meinen Nieren, es müssen die Rispen heraus aus dem Leib. Man muss eingreifen, man muss nichts, es drängt sich von selbst. Blind geschriebenes birgt kein Feuer. Die Burg, die dabei Feuer fängt, hat ihre Ausläufer im flatternden Haar. Eine Puppe hat keinen Schmerz. Aber was sonst? Aber was weiß man schon? Mir verlangt sie nicht, nichts wissen, stille warten, aber niemals projizieren, nur schlucken, so kann jede. Eine Puppe muss man nie zum Bahnhof bringen, eine Zartheit nicht unangebracht, aber wie Leder raues, faltiges, immer heute, jener ist doch niemals warm, so schön, so tot, so glatt. Heute stehe ich schlecht auf, wenn ich schon muss, lass es doch bleiben. Irgendwo in der leeren Wohnung tropft ein Wasserhahn sich halb aus, was ist das Verzögern durch vergitterte Luft? Es gibt Nachtwehen, es weht Nachmut. Kriege führen andere, du glückliche Unperson, bleib ein Tisch der Ansicht, ein aufgestelltes, transportbestimmtes. Du unverwesliche Gestaltung machst dir niemals in die Hose, träumst hingegen einen gleichen Traum. Das können wir nicht wissen. Wann eine Puppe atmet. Es geht schon wieder, ruhig, nicht reden jetzt. Wenn einer bloß schön und einfach ist, weshalb setzt er alle Fantasien an dem anderen frei? Puppen mögen niemals Feuer fangen. Eher bin ich eine Puppe als du. Nun, es ist gar nicht so einfach. Ich dich am besten aufstelle oder hinsetze. Bis du dich plötzlich bewegst, du kannst schon mal proben. Das Wirbelkind muss stillsitzen. Oh. Versuch vorm Spiegel bis auf ein leises Atmen und gelegentliches Augenaufschlagen, dich nicht zu regen. Das ist gar nicht so einfach. Still sein. Vielleicht 20 Minuten, vielleicht 5, vielleicht darfst du dich alle 5 Minuten kurz bewegen, um wieder in eine Pose zu verfallen. Nicht gerade ausschauen. Besser halb zur Seite, das ist gleich. Und niemand an, auf gar keinen Fall, ins Nichts gewissermaßen. Eher träumen Puppen als zu regen sich. Nicht sterben, wenn so eher unbeteiligt. Unbetroffen für sich, so eine Puppe beatmet man nicht. Als solche gehört man. Warte, braucht ihr Schaumbad. Schmerz der Puppen ist in Gesichtern nicht zu lesen.
nur tief im Gewand, im hinteren Grund, fern der Heimat. Oder was die Leute sehen. Da spricht sich jeder Winkel aus und stellt sich nicht. Und wird auch nicht gefragt, wohin. Zum Tal gegangen in der Nacht. Ich wollte nur mal so reingucken. Ist nicht meine Welt. Verschieden lang. Ich bin verschieden lang. Ich bin eine Trennlinie, bisweilen im Zickzack. Herzverstopfung. Mein Kindermund meldet an. Verschieden auch. Ich bin verschieden alt. Mein Alter schwankt beträchtlich jeden Tag. Jeden Morgen, jeden Abend, jede Nacht. Eigentlich darf ich gar nicht schlafen. Denn im Traum wechsle ich sogar das Geschlecht oder die Spezies. Was für manche Idioten und Idiotinnen dasselbe. Stell mir vor, mein Kind ist tot. Den ganzen Tag nehme ich Beruhigungsmittel, damit ich dahin sieche wie ein alter Bettlägeriger, wie ein Restmensch, wie ein kleines, krankes Kind. Wer bin ich? Eine blonde Griechin hört auf den Namen Alicia und wurde produziert in China. Tja, wo fehlt's denn überhaupt? Vielleicht hier? Alles nicht so einfach. Ich habe wochenlang zu Hause trainiert. Zum Schluss ist mir die Wurst rot angeschwollen. Und ob sie der Traum einer Puppe ist, das ist die Frage. Schaut doch gut aus. Jeder recht machen.
Warum findet man auf öffentlichen Klos immer Schamhaare? Wenigstens sind es einzelne, immer eines, aber mit einer ordentlichen Regelmäßigkeit findet man auf öffentlichen Klos Schamhaare. Das ist doch seltsam. Das ist eigentlich ein bisschen widerwärtig. Das mit den Schamhaaren, den einzelnen, die hat wohl immer wer anderer verloren. Manchmal vielleicht sogar ich. Also das muss ein echtes Männerproblem sein. Ich gebe zu, ich befinde mich sonst nicht so oft in Damentoiletten. Nicht, dass ich nicht schon zweimal in einer war, gewesen wäre. Also nicht, was Sie da zu denken. Aber muss ich gestehen, ich habe damals nicht so sehr auf die hygienische Beschaffenheit des Raumes der Damentoilette geachtet. Aber ich mag das gar nicht, solche Stunden. Es ist mir fast egal, ob von anderen oder mir, sowas greife ich nicht an. Es soll ja Leute geben, die bereiten sich aus vorgefundenen und eingesammelten Schamhaaren Salate. Ob der da schmackhaft oder nahrhaft? Ja, darum geht es vielleicht nicht. Nein, nein, also ich verliere mich hier. Was da dran klebt und bei welchen Geschäften das alles abhanden kommt. Also mich möchte nur interessieren, weshalb Männer unten so viele Haare verlieren. Erstens, und warum die im Gegensatz zu denen, die man eher gern hätte, denen oben wie wild nachwachsen. Nicht, dass ich jetzt behaupten möchte, dass Mannsbilder jetzt auch sich unten total abscheren müssen. So baby-like. Nein, es geht dann vielleicht doch zu weit. Aber andererseits, Männer sind doch die wahren Kindsköpfe. Und Frauen schauen nur wie Kinder aus. So, und nun nagen Sie mich fest. Werte Leute und Männer, wenn Sie sich hier umsehen auf dieser Bühne, wenn Sie mich sehen, dann können schon die Zweifel entwachsen, ob das alles noch seine Ordnung hat und seine Richtigkeit. Einige könnten sogar so weit gehen, mir den perfekten Chauvinismus vorzuwerfen und werben für Plastikbusen zu machen. Also, dann fangen Sie halt mal an. Wir sind doch einerlei. Allesamt nicht gleichwertig. Ja, und warten wir noch ein wenig. Ich habe ja noch nicht ausgeschissen. Und Sie, meine Damen und Herren, können sich ja inzwischen nützlich machen. Und mir beim Entfernen helfen. Der Schamhaare natürlich. Dann fangen Sie mal an. Ich wusste schon, ich hätte heute halt nicht auf Tonband einspielen und verzichten sollen. Kann jemand im Publikum eventuell das Spülgeräusch einer Toilette nachmachen? Nicht? Gut, dann begnügen wir uns mit der Illusion, dass wir uns jetzt alle das Geräusch einer Spültbärin Toilette vorstellen. Vielen Dank. Neulich unter der Brause schwamm, mir wurde das erzählt, der Name muss leider geheim gehalten werden, also nennen wir ihn einfach
ihm. Schwamm in ein Häutchen. Er glaubte an ein kleines Tier, das bedauerlicherweise im Ausguss verschwand. Doch am Waschlappen klebten beharrlich Schuppen. Sie wurden immer mehr. In der Handfläche fanden sich Fetzen. Er trank tiefer. Überall fiel Haut ab. Stücke in verschiedenen Größen fanden sich halb am Körper, schon von ihm abfallend. Nein, Falten. Noch floss kein Blut. Er machte sich wirklich Sorgen. Dem Wasserstrahl setzte er zu bald ein Ende. Das angesetzte Handtuch flog in Richtung der Toilette. Er griff sich hilflos ins Haar und verteilte auch dort Haut. Oder war es neulich? Welche war ich also? Gleich. Verstopfte ein erheblicher Anteil seiner Haarpracht den Ausguss. Je mehr aber der Organismus mit Wasser in Berührung kam, beginnend mit den hilflos in aufsteigender Wassermasse platschenden Füßen, spätestens nachdem er darin ausgerutscht war, desto rascher und gründlicher vollzog sich dessen Reinigung von seiner äußersten Eigenhülle. Ihm wurde zunehmend unwohl und wund zumute. Vollends aus der Haut war er gefahren, als er verschmachtend zusah, wie die ihn umgebenden Fetzen und Partikel seiner Haut nicht mehr auf den kleinen Wellen durch das Badezimmer schwammen, sondern mit unbeschreiblicher Aktivität und eigenen Antrieb aufstanden, sich davonmachten, in den Ecken tritzen und spalten, verschwanden. Ich möchte mich ja auch dauernd penetrieren, mit mir selber schlafen. Ich muss gestehen, dieser Auftritt heute hindert mich sehr.
auf die Schönheit einer Puppe. Willst du einen Spiegel pflegen, verschone dich vor ihm. Spüle jeden Tag dein Haar mit Superperoxid und trink entschlackernd den Brechreiz deinen ungezuckerten Urin. Schlaf, wenn die Nachrichten laufen. Spring ins Bett mit nach gewissen Kriterien ausgewählten Männern oder Frauen. Auf Bedürfen und nur mehr zum Genuss. Auch Frauen oder Männer. Und überhaupt behaupte ich noch immer, Männer brauchen Wüstenhalter, damit sie sich nicht wie Wüstlinge benehmen können. Und schließlich sieht die Katze bei allem zu, was die sich wohl denkt. Verzierung. Unser Brot besteht aus Schlamm. Wie wir ist es aus Dreck gemacht. Wir schlafarmen aus dem Kehricht, fressen uns am anderen Ende selbst. Nicht früh genug kann man beginnen zu vergehen, gesättigt mit Kot. Unser Fleisch wird gar in unserem Sein. Die Toten im Fernsehen warten im Fernsehen. Wir wissen doch, dass Feuer ist aus Blut und Blut ist aus Feuer. Es schwellen die Hodensäcke, werden Ballone, Melonen zu explodierenden Brüsten, wie zu schwer gewachsene Glieder, Vaginen wachsen aus zu Schluchten, bald wird ein ganzer Mensch durchgehen. Innereien verschlingen von innen das seltsame Tier, Eileiter erdrosseln, was sich da wehrt, vorsteht dem Ganzen die Drüse und schmiert, Gebärmütter finden den Schleim zu vergiften, das Zeug, ein roter Riese, das Geschlechterporträt. Weißer Zwerg, erkalteter Fetzenberg, geschmolzen, gebratenes Fleisch, ein Balg, der wird zu Gallensteinen des Kosmos. Und Gott kratzt sie ein Kabel still am Kopf. Die Puppe lasse ich raus, aus mir sie tritt, in dein triftiges, augengeweitetes Gesichtchen. Wie sie stopfen in deinen Anus, der du bist, der an deine Zunge führt. Sie liegt nun in Milch, und da der Wein ausgeflossen, Entwurmung, dieses Kind, naja, dieses ist keins. Ich hatte eben einen ersten Tagtraum. Ich hatte einen Vögel ausgeschwemmt und hielt in einer Tasche fest, in der er scheinbar atmete wie ein Fisch. Diese Frau ist keine. Ich hatte ihr nach und nach die Hodensäcke und den Penis abgerissen, die Blutung fachmensch gestillt und sodann die Organe für mich geröstet. Nach vollbrachtem Mahl zog ich ihr den Knebel vom Maul und schaute in einem Ohr hinein. Es kam ein Wimmern, das mich erbarmte. Sofort wirkte ich das Verzehrte wieder hervor und ließ es atzend in ihren Schlund gleiten. Das Würgen klang nicht besser. Dieser Mann ist sich selbst nicht genug. Ich bohrte ihm ein weiteres Loch und pflasterte es mit etwas Haut seine Stirne. Wie gut es funktionierte, konnte mir zu diesem Zeitpunkt unmöglich mitteilen. Auf dem erkahlten Schädel pflanzte ich Nesseln, solches förderte Durchblutung. Wird wohl kein Nobelpreis. Diese Menschen sind keine Viecher. Ich nahm ihnen die Kleider und die Pässe weg und steckte sie mit Nagelfeilen leicht angeritzt in einen Fischteich mit den Fischen, denen Algen nicht zusagen. Was von ihnen ganz blieb,
setzt dich zu einem universalen Wesen zusammen und es war nur eines, das ich selbst nicht gefiel. Warum muss ich Gott spielen? Wäre ich ein Ei? Im Bienenstock glänzten feist die Waben. Sie mögen mir verzeihen, es war eben ein ganz unbeholfener, mein allererster Tagtraum. Und Puppen essen nichts. Sie nehmen niemals zu, nie ab, aber auf der Waage werden sie gestellt. Puppenhäuser sind von außen einsehbar. Kein Privatleben. Selbst an der Entwicklung von Puppenkarzinom wird bereits gedacht. Aus der Reihe Plunder der Natur hören Sie heute die Weltneuheit Durchbruch mit Fleischpolymeren. Eine Mutation, die in einem Labor einer Züchtung künstlichen Fleisches geschah, ist das Wachstum künstlicher Föten zu verdanken. Frischzellengewinnung aus Puppenembryonen revolutioniert die Kosmetik. Ethische Bedenken fallen weg. Auch Tier- und Studentenversuche gehören der Vergangenheit an. Puppenorgane ersetzen in vielen Fällen Organspenden. So kann Notfällen dank Serienproduktion sowie Einzelanfertigung rasch begegnet werden. Illegaler Organhandel dürfte ebenso bald Schnee von gestern sein. Und das ist noch nicht alles. Puppenfleisch wird die innovative Alternative zur Viehschlachtung. Keine aufwendige und noch dazu nicht artgerechte Nutztierhaltung mehr. Schicken wir die armen Viecher auf die Weide und zum Gnadenbrot. Mögen sie auch schließlich aussterben. Schon jetzt besteht die Möglichkeit von Puppenproteinzucht in Nährlösungen und synthetischer Haltbarmachung für Produkte jeder Größe. Die modernen Konserven können sich die werten Konsumenten und Konsumentinnen auf Wunsch als Dekor ins Zimmer stellen. Dank der rasch um sich greifenden Forschung in Bereichen der Genetik und Polymerisationsverfahren werden ab jetzt Puppen züchtbar und, was besonders revolutionär ist, genießbar. Ab folgendem Jahr müssen wir unsere Puppen nicht mehr verschämt im Sexshop kaufen, im Internet bestellen oder aus Südostasien schicken lassen. Puppen zu erträglichen Preisen im Supermarkt für alle Zwecke sind durchaus denkbar. Entweder stecken sie etwas in sie hinein oder sie stecken in sie, sie, also noch einmal, entweder stecken sie etwas in sie hinein oder sie stecken sie in sich rein. An und für sich widerstandsfähiges Material wird nur noch geschmeidiger, lebensnäher, ohne zu altern, kein Verschleiß auf Jahre mehr, es sei denn, sie wünschen dies. Werkzeug ist im zusätzlichen Angebot zu erwerben. Und stellen wir uns vor, Barbie wird Wirklichkeit. Ganz ohne Bulimie, Haltungsschäden oder Silikonproblematik. Die Prostitution und moderne Sklaverei, fast jede Form von Menschenhandel, werden in den folgenden Jahren beachtlich zurückgedrängt. Dem Hunger kann Einhalt geboten werden. Endlich! Die weltpolitischen Aussichten sind mit einem Wort rosig. Und haben Sie erstmal genug, lassen Sie die Puppe schlachten und zubereiten. Das können Sie auch bequem, wenn Sie wollen, in der eigenen Küche tun. Selbstverständlich werden Puppenfleischprodukte wie gewohnt zu erhalten sein. Auf Wunsch, Händel, Schnitzel, Gulasch oder was auch immer. Wie Sie es gewohnt waren. Natürlich auch Fischiges, Meeresfrucht oder auch ganz neue Kreationen. Die Möglichkeiten optisch, in der Konsistenz, nach Geschmack sind praktisch unbegrenzt. Fast Food, jetzt immer um 1 Euro. Die Produktionskosten können enorm gesenkt, die den Treibhauseffekt vorantreibenden Methangase durch Ausfall der Schlachtvieheinhaltung enorm reduziert werden.
Fleischabfälle weitaus appetitlicher und unbedenklicher recycelt werden als bei Gammelfleisch. Frisch, geschmackvoll und hygienisch abgepackt. Unseren und ihren fleischlichen Bedürfnissen und Begierden sind endlich keine Grenzen mehr gesetzt. Na, was sagt man dazu? Wir begeben uns jetzt wieder für einen Streifzug ins Labor, wo an den Produkten von morgen heute gearbeitet wird. Hallo, altes Gewächshaus. Aber schon lange nicht gesehen. Vergisst du völlig deine Pflichten? Du musst noch das Froschgel für die Affenhaut einpfropfen. Nö, das probiere ich mir selber aus. Und zwar ganz an mir. Dann habe ich einen Gegenreiz zu meinem jugendlichen Ausschlag nach Jackson Pollock. Bitte sehr. Wo hast du denn gesteckt? Was ausgeheckt? Einen neuen Kreuzungsversuch aus Algen- und Virensträngen, den du auf die übrig gebliebene Menschheit loslassen kannst? Du nur immer mit deinen Verschwörungstheorien. Da habe ich was viel Besseres. Ja, mach mich bloß nicht neugierig, du vaterloser Eigenbrötler. Sonst brauchen wir schon wieder einen Leichenwagen. Ah, ich glaube, da einen Geist gefangen zu haben. Was? Wer spinnst du? Stell die Snurre, du. Weil sich deine Fortpflanzungsorgane als infizierte Vagina mit Tuberkitoris geoutet haben, darf ich dich wohl so nennen. Ah, speziesistisch werden? Na, halt's zusammen, du pseudophiler Viertelmenschenklöterich. Ärgerst dich doch nur, dass schon gar nicht mal du weißt, in welcher Stellung deiner Frau beizuwohnen wäre. Ja, seit meinem Abszess ist da leider nichts mehr zu machen. Aber seitdem denke ich immer an das Nasenbohren. Ah, so genau wollen wir es gar nicht wissen. Schleimhäute sind schwer trocken zu legen. Berichte, was du aufgegabelt hast. Also ich sag's dir, ein Unding, ein ektoplasmatisch phosphoreszierendes Energiebündel mit einem neuronalen Netzwerk ähnlichen Transmitterschlingen quer durch das transparente Nebelgebilde. Das kommt nicht aus unserer Marswerkstatt. Ja, diese elementare, vulgäre, Folge von Geist genannte Erscheinung ist ein Garfarb-Moses-Ding. Er wird unseren kleinen Horrorladen gewiss bereichern. Ja, nur wenn es ihm langsam so eng mit einem Gurkenglas, ein Gewürzglas, der wird auch immer kleiner, unter meinem Bett. Tja, und ich dachte, wir werden ihm hier eine gemütliche Ecke einrichten. Ich glaube, am liebsten hängt der Kopf über von Wäscheleinen, befestigt mit zwei roten Klammern. So fand ich ihn auch. Schwingend im Wind zwischen den riesigen weißen Unter. Na ja, da hast du, glaube ich, gut geträumt. Du hast doch gerade gesagt, du glaubst nicht an Geister. Mir kommt kein Geist ins Haus. Ich arbeite nur mit Körpern, die schon Vater und Urgroßvater, man will schließlich was zwischen den Fingern haben. Ah, du Kleingeist, denkst auch nur ans Fressen. Ja, ja, wenn es sich wenigstens um ein gutes, altes Gespenst handeln würde, dann könnte ich vielleicht dein Auge zudrücken. Solch Geschluder hat ja nahezu Substanz, aber ein wahrhaftiger, existenzloser Geist? Oh, nein, danke. Also wir könnten ihn zum Beispiel... Ja, was meinst du? Oh, wie meinst du? Es gäbe da gewiss eine Möglichkeit, denke ich.
das wäre doch eine Bereicherung ohne Gleichen. Vielleicht werden wir dann endlich fachweltlich anerkannt. Dieses volle Schaf da geht mir sogar im Schlaf auf den Wecker. Und bitte, denk doch auch daran, die Pflege leicht sein Geistes. Frisst nicht, säuft nicht, stinkt nicht. Wie alle anderen Kreaturen, die sich auf unsere Kosten ihre wurmstichigen Fenste vollschlagen. Na, wenn ich dich so sehe, frage ich mich, wo der Wurm drin ist. Aber, na gut, da ist was Wahres dran. Na dann mach mal, nehmen wir ihn also auf. Aber nur zur Probe. Na schön, ich wusste doch, dass du vernünftig bist, altes Ungeheim. Komm, lass dich auf deinen Wurmfortsatz küssen. Hey, lass das, du entzündender Romantiker. Ah, ja, schau, ich habe ihn auch gleich mitgebracht. Hey. Yeah. Yeah. Da ist er! Yeah. Der süß! Ja, der ist schon süß! Ja, du, ich glaube, er sieht mir ähnlich! Ja, das kann man deutlich sehen! Darf ich ihn streichen? Ja, er ist immer noch besser, als in der Nase zu bohren! Ja. Au, ich glaube, er hat mich gebissen. Er ist wohl etwas wütend. Wegen der engen Behausung. Geister brauchen Luft. Na, raus mit ihm. Ja, wie denn? Was denn? Durch ein Nadelöhr? Ah, welch biblischer Vergleich. Dr. Barreau, der Menschlein mit Karmilhöckern, als er wieder Hausgeister züchtet. Ja, Ruhe darin, nochmal an meinem Sohn von Klon herumklappern möchtest. Zum Haushalt führen taugen diese Mistviecher ohnehin echt. Ah, schlechterdings wie ein Meister, mein Herr. Nun, mein abgöttisch verehrter Weizenkleidünster von einem Frankensteinchen wagen wir es. Na schön, lass das Elementengewächs hervordiffundieren. Hast du Türen? Fenster, Sicherheitsdichtungen gut verschlossen? Aber weißt du doch, altersloser Freier, dass sich die Scharnieren seit Jahren nicht verschieben lassen? Alles eingerostet, alle Fugen dicht, da kann nichts entleuchten. Ja, man muss sich ja nicht um jeden kleinen Kram kümmern. So, na denn, es sei! Na? Ja, mag schon! Ja, warte mal, also der Verschluss krämpft! Tümper, operiert den Küchengerät. Ja, warte, gleich, gleich. Ich hab's gleich. So, na. Yes. Ja. Ui. Siehst du ihn auch? Da oben. Ja, diese Gasemanation. Ja, Sabalot. Phantasmatischer Hokuspokus. Gar kein Findefanz! Sofort das Echtheitszertifikat. Aber sieh, er ist doch voll entwickelt. Ja, komm, pick ihn mal. Ich weiß nicht. Mach lieber du. Deine Frau.
dir wird das Haar zu Berge stehen. Nicht einmal auf Geister ist verlassen. Schuld ist Puppenschein. Du bist nicht zu Haus, das Puppenstüppchen verlassen und sie tanzen. Du bist nicht zu Haus, das Oberstübchen verlassen, die Puppen tanzen. Hör, wie die Puppen tanzen, aber ihre Stimmen locken. Willst du den Aufenthalt wechseln? Nebenan das Gläser stürzen und der Viole mitsamt ihrem Inhalt die Gurgel hinab. So kriech doch aus der Atemhöhle, mein Kind. Imago ist immer nur ein Pausenbild. Und so ein Mensch. So ein Mensch ist auch ein komisches Ding. Plunder. Mottenzerfressenes Alltagsgewürm bewegt sich angewidert von eigener Gestalt, stürmelos, ewig, grau, wahlweise braun, findet sich völlig bescheuert. Weder ist es für sich noch für mich und geht nicht gern weg. Vielleicht isst es sich selbst gern, beschissen ist es zu fragen. Lieber liest man über es gemütlich am Abend im Bett und weiß noch nicht, dass man selbst damit gemeint sein könnte. Die Klatschspalten sind nicht voll davon. Obere 10.000 Tiere kriechen nicht netter in eigenen Revieren. All das mag grauslich sein und wohliges Entsetzen und Händewaschen zur Folge haben, ist verworren schon, der verwirrt. Überall kriecht es und windet sich durch die Straßen. Man kann sich nicht erwehren, noch ehe es einem Wurm, dass man selbst zu eines sein könnte. Weiter im Text, weiter in unscharfen Konturen, Schuppen, Haaren, Panzerteile lässt man hinter sich, gähnt und streckt fadenscheinig nach Luft. Etwas Stoff für inwendiges Feuer zu ragen, atmen, nennen manche das. Und es ist nur Brand im Magen und Milz. Lumpenbraves Gemenge durchsickert knurrend, schielend die erleuchteten Straßen, geifert sich so selbstverständlich nach Überhäuten für die fetten oder dürren Runzenleiber. An Überwachungskameras vorbei schiebt sich das einheitlich verkleidete Volk durch Kaufhäuser und ein paar Fetzen und durch Passagen und sich selbst durch untergründige Bahnen schächtend geschichtet. Es ist brav. Menschen hinter Monitoren schauen teilnahmslos und am Abend gehen sie aus äugenden Kammern in die vertrampelten Pfade der leidigen Leute hinein. Wir sind alle den Besocks. Halbtraumbild. Verzeihen Sie, es ist mein allererstes Halbtraumbild. Es könnte ein bisschen wackeln und unscharf sein und auch nicht ihre Herzen erfreuen. Halbtraumbild. Aus den Geschäften laufen wie zu frühlingshaften Klängen, strömen die Menschen paarweise. Ein Teil hält immer den Partner vor sich her. Sie sind geschwind und berühren sich darin, bedrängt und berührt. Auf die Straße, aus allen Geschäften einer Einkaufsstraße. Beseelt von einem Duft, welcher ohnehin unsichtbar ist. Reisen sehen das bisschen Nachmittagssonne, während sich hinter Schaufenster fallen gelassene Einkäufe drehen und Registrierkassen verweisen. Man muss offenherzig sein. Man muss seine Kinder kriegen wie sich selbst.
an jeden Morgen empfangen, verurteilt nur sich selbst und am Rande ganz cool sein. Man muss sich jetzt verleugnen, enteignen, indem man sich kundgibt, wenn die Maschine wieder nicht funktioniert, wenn der Schlüssel aus der Hand in den Abfluss fällt. Unsere heiligste Pflicht? Unsere heiligste Pflicht? Dabei verrückt zu werden. Thank you.